zusammen, ihr seid wieder hier beim Metal Bäcker und ihr werdet es nicht glauben, wer bei mir sitzt heute. Tom Andrew Ripper alias Onkel Tom hat gerade eben hier in Geiselwind ein geiles Konzert mit Sodom gespielt. Wir sind direkt jetzt nach dem Konzert hier hoch, du bist noch richtig außer Atem quasi. Ich habe schon drei Zigaretten, oh geht's. Okay. Nee, na klar, man ist doch ein bisschen erschöpft, ist man trotzdem klar. Ne? Ja. Ein bisschen runterkommen und so. Aber alles gut, mach mal. Gerne. Also ich war gerade unten dabei. Ich habe gesehen, ihr seid so richtig gut aufeinander eingespielt. Das ist jetzt gerade so Bergfest von eurer Tour. Genau, genau. Hier die Tour hat 17 Shows. Und jetzt geht's langsam wieder in Land in Sicht. Ja. Natürlich hat 17 Shows ohne Day Off. Auf Tour ist nicht immer einfach. Ne? Ist was geplant in der nächsten Zeit? Neues Album? Neue? Ja, also ja, klar, sobald die Tour zu Ende ist, fangen wir mit neuen Songs. Wir machen es aber ohne Druck. Ja, es gibt kein Release-Date, was mit der Plattenfirma veröffentlichen oder gequatscht haben. Wir machen erstmal neue Songs, arrangieren alles. Wenn wir dann soweit alles zusammen haben, dann sagen wir, okay. Ne? Okay, da können wir uns ja auf was Neues freuen irgendwann. Absolut. Ne? Cool. Ist ja wichtig. Jetzt nach dem Line-Abwechsel hat man nochmal die EP haben wir raus, aber auch auf ein Album nachkommt. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Wer mit mir zusammensitzt, hat meistens irgendwas mit Teig, Brot oder irgendwas zu tun. Wir haben heute schon gebacken, schon Brot verkostet. Ja. Für dich habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe hier schon einen Teig auch vorbereitet. Den darfst du bist ja quasi frisch Hände gewaschen. Nee. Den darf ich ausrollen? Den darfst du hier jetzt reinpacken erstmal und erstmal so richtig durchkneten. Also das ist jetzt ein... Oder soll er mal Hände waschen vorne? Nee, das macht das gewisse Aroma. Die isst ja du dann hinterher. Das wird dann gebacken. Das wird gebacken. Und jetzt knete ich dann durch. Ja, knete man so richtig. Gebt man so richtig Gas. Das ist ein Butterplätzchenteig. Der muss jetzt so richtig geschmeidig werden. Jawohl, wenn du gedacht hast, das Konzert war anstrengend, dann hast du falsch gedacht. Das wird jetzt erstmal gut. Reicht? Ja, super. Rauf auf den Tisch. Ich hab hier. Wir können ja mit den Plätzchen was Besonderes machen. Kannst du auch aufsetzen. Also nee, das wird zu fett. Vielleicht gut für die Haare, wer weiß. Also Mehl drunter, zacki. So, wo seid ihr denn demnächst? Wo ist denn euer nächster Tourstopp? Morgen sind wir in Wien. In Wien? Ja. Da geht's dann heute noch hin, oder? Ja, heute Nacht fahren wir los. Warte mal, jetzt ein bisschen Mehl drauf, geht's vielleicht ein bisschen einfacher. So. Das machst du aber nicht zum ersten Mal, glaube ich, ja? So wie das aussieht. Also Pizzateig mal schon mal. Ich muss ihn mal hinstellen. Gibt vielleicht ein bisschen Messer? Ja. So, super. Achtung, da tun wir ein bisschen Mehl drunter. Dann klebt er uns nicht fest. Okay. Hast du gesehen, dass dieses Nudelholz Muster hat, ne? Totenkopfmuster hat? Extra für dich. Die nehme ich dann mit heim und back die. Ich weiß nicht, du backst die heute noch? Die backe ich heute auf jeden Fall noch. Wie dick muss er sein? Ich denke, das ist so ganz gut. Okay. So können wir schön ausstechen. So. Wie sieht es denn bei euch aus, neue Medien? Oh ja, halt mal drauf, siehst du die Skolz hier? Ja, jetzt kommt er durch. Cool, oder? Und jetzt? Ja, neue Medien, klar. Liebe Kinder, jetzt abschalten, denn jetzt ist es mit Jugendfrei vorbei. Ich habe hier die Spezialausstecher, also Herz und Stern ist ja klar. Ne? Herz und Stern, wir sind ja hier bei Heavy Machen Metal. Machen wir mal ein paar, ne? Heavy Metal, ne? Klar. Gibt es mal ein Herz. Hier habe ich das Blech dabei, aber jetzt kommen wir. Kameramann, komm mal hierher, was ich da noch habe. Halt mal rein in die Schachtel. Ich habe hier nämlich noch die Spezialausstecher dabei. Kinder abschalten. So. Ach komm, die sind hier für Aufklärungs-TV. Also wir haben ja auch schon nach 22 Uhr, da darf man schon sowas ausstechen. Kann man erkennen, okay. Ich habe hier noch einen. So. Riecht man die gut raus? Erkennt man, was das ist? Ein Hase. Ja, genau. Ja. Ja, leg mal drauf, bis wir das Blech voll haben. Ich habe ja auch schon eine Glasur, ja. Die war vorher hier drin, die Glasur. Also regional, wir arbeiten hier ja regional. Hältst du das richtig rum? Sei klar. Oh, Scheiße. Okay, pass auf. Ich steige schon mal ab. Ja, ich sehe schon, sehr liebevoll alles. Und, schmeckt's? Schmeckt's jetzt? Hände waschen vorher wäre eh für die Katz gewesen, ne? Meine Mutter hat immer, wir durften den Teig nicht essen, dann gibt Bauchschmerzen. Das ist ein Mythos, da kann ich als Brotsommelier, kann ich dich hier eine Entwarnung geben, das ist einfach
dass die Kinder nicht naschen wollen, das mag sein. Ja, das ist ein Mythos von Teig. Heutzutage gibt es den ja zu kaufen, sogar zum Naschen, so wie Eis. Ich denke mal, wenn ihr zu viel davon, dann ist es schon auch nicht schön. Aber ja, wie ist es denn mit Ernährung? Passt du auf irgendwas? Ich koche selber zu Hause. Ich bin Jäger, ich schieße mal ein mit Fleisch. Genau, Stichwort Jäger. Ich habe mir ein bisschen Background-Infos besorgt. Ja. Du schießt dein eigenes Fleisch? Ja. Schießfleisch. Sehr gut. Nee, also mehr Bio geht ja nicht. Ne? Und wenn man Jäger ist und wild schießt, muss man auch verwerten. Ne? Sonst macht es ja keinen Sinn. Ne? Ja, das ist richtig. Ne? Obwohl Wildschweine muss man auch so schießen. Auch wenn man die nicht essen würde. Jetzt, ne? Aber weil es da zu viele gibt einfach. Ne? Ja, isst du gern wild dann auch? Wenn du... Ich esse gerne wild. Meine Kinder oder meine Frau weniger. Siegfried Ruhe voll dann, wenn du so eine Sau, so ein Eber ab. Ihn Reh, sag ich mal draußen im Wald. Der arme Bambi. Ja, die meisten wissen auch gar nicht, wo ihr eigenes Fleisch herkommt, die müssen es doch mal kaufen. Ja, doch... ja, und wenn da nochmal solche Bilder im Fernsehen kommen, dann wird abgeschaltet. Okay. Also ich hab mich neulich lang mit Doro Pesch unterhalten, die hat gesagt, also Brot ist für sie das Wichtigste, wenn sie auf Tour ist, gibt es das nicht. Ja, gibt es leider nicht. Gibt es das nicht. Wenn wir jetzt in Amerika unterwegs sind oder woanders, dann sagen wir, Christa, das Brot, was wir kennen, haben die nicht. Was irgendwelche Weizenbrote, Toast oder irgendwas. Kein Vergleich. Deutsches Brot. Also haben wir jetzt schon sehr oft gehört. Wir sind auch Brot-Weltmeister mit über 2.500 Sorten im Brotregister. Also da sind wir 3.500. Wir sind der absolute... Ja. Hier wird es bei uns in der Bäckerei, das heißt Glück auf Brot. Okay, das hat was mit Jäger wieder zu tun. Das ist auch ganz, das ist auch mit Kartoffelmehl zum Teil gebacken. Und sensationell. Du hast ich am liebsten mitnehmen auf Tour. Du hast gerade hier eine neue Stellung erfunden. Oh, sorry. Wir gehen da zweitens noch mehr, oder? Nee, passt. Achso, willst du mehr aneinander? Ich mach nochmal einen, ja. Also gut, einer geht noch drauf. Also ihr seht es sehr liebevoll. Also es sind das Fest der Liebe, ich kann nur sagen. Das wären die geilsten Plätzchen. Und so doch die geilsten Plätzchen, Wortspiel, ne? Also ich mache immer gerne zu Hause auch Gehacktes, so Frikadellen. Da sind immer die Fingernägel danach schon sauber. Ja, das hat mir ein Kfz-Mechaniker erzählt, als ich so sauber oder Salat. Außer mit seinem Plätzchenteig. So, und jetzt echtes Heavy Metal Glitter habe ich hier noch dabei, so Einhorn-Style. Das kannst du ja noch extrem verschönern, deine Plätzchen. Hast du so cool? Also, ja, das sind so Zuckerperlen und so. Schrot cool. Ja, genau. Oh, sehr schön. Warte mal, andere Sonne. Dreh mal rum. Ich bin leidenschaftlicher Jäger und auf jeden Fall. Und, Musiker, also ich habe mich ein bisschen informiert. Ja, ihr habt 81 seid ihr losgestartet. 82. Da wurde ich ja auch gegründet. Ja, 81, 82. Ja. Super Jahre. Und seither gab es schon wie viele Touren, wie viele Alben? Kannst du es zählen? Kann ich. Ja, gut, die Alben kann ich zählen. Weiß ich nicht, 20. Wahnsinn. Also ich habe bei vielen anderen Sachen mitgemacht. Desperados, die erste Platte, die Knappen. Viele andere Projekte, Bass Invaders, aber Rock Tom und Solo sind die meisten Platten zusammengekommen. Ja, cool. Also, schaut mal her. Also, liebe Fans, also, mehr geht. Hast dir Mühe gegeben, ne? Die legen wir nochmal hier drauf, ich mag Papier. Herzchen und ja. Und den Rest nehmen wir wieder zusammen? Den nehmen wir wieder zusammen. Den der wird ja nicht verschwendet, ne? Nee, da machen wir noch ein paar Solo-Plätzchen draus zum Schluss. Okay, jetzt. Für mich natürlich die Frage, wenn du jetzt so viele Jahre unterwegs bist, gibt es denn da noch irgendwas, was dich immer wieder nochmal überrascht oder sagst du jetzt, die Highlights in meinem Leben hatte ich, oder gibt es noch irgendwas, so den Olymp, wo ich sage, da will ich spielen, das ist das. Ach, nein, gibt es nicht, das gibt es nicht. Alleine so eine Show heute Abend oder so, weißt du, wir hatten eine volle Hütte, hat man ja auch nicht, ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Leute gehen ab, gut drauf, das ist alles, was man braucht. Ich kann sagen, okay, ich will jetzt nochmal vor 100.000 stehen, im Wacken stehen noch 100.000 vielleicht, oder noch erfolgreicher werden in den Charts oder sowas, weißt du, das bedeutet mir nichts. Das bedeutet, dass man Musik macht, mit Leidenschaft, mit seinen Kollegen unterwegs, ein bisschen Kohle dafür kriegt. Mehr geht nicht. Ja toll, das hört sich ja an nach wirklich Vollblut, Herzblutmusiker. Absolut, ey. Das ist so, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir spielen ja auch live. Ne? Bei vielen Menschen ist das ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Ne? Und wir wollen den Leuten da was zurückgeben. Also wir machen dann Autogrammstunden und so, der eine kriegt Plektrum, Autogramme oder wie auch immer. Weißt du, das ist ganz wichtig. Denn wir dürfen nicht vergessen, wo das herkommt. Das Geld, was wir verdienen oder was investiert wird und alles weiter.
Das die Jungs bezahlen, die bezahlen auch draußen. Ne? Ja. Die bezahlen den Preis. Ne? Cool, wir trinken jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 alkoholfreie Bier, liebe Kinder, jetzt wieder anschalten, alles gut. Das kann man kaum, die können die Kinder gar nicht erkennen. Kann man nicht also erkennen. Für mich ist das alles ein Hase. Turne, ja, zwei Turne. Eiskunstlauf oder sowas für Erwachsene. Bodenturne. Okay, alles klar. Ich danke euch fürs Einschalten, ich bedanke mich bei dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Metal Becker. Euer Tom. Tschüss.